Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend oder Morgen oder was auch immer bei euch gerade ist. Bei uns ist es nachmittags. Wir sind Sabina und Sven von Yummy Bean. Schweres Wort, ich weiß, war eine komische Namensbenennung. Vielleicht müssen wir es irgendwann mal umbenennen. Auf jeden Fall geht es bei uns ganz viel um Veganismus. Wir zeigen euch die neuesten veganen Produkte, geben euch veganen Tipps und Tricks, Rezepte, alles Mögliche und reagieren eben halt auch auf Videos. Und das wollen wir auch heute tun. Der beliebteste Meeresbiologe Deutschlands, Robert Mark Lehmann, hat ein super spannendes Video rausgebracht. Beliebteste Meeresbiologe Deutschlands? Ja. Kennt ihr immer noch einen anderen Meeresbiologe? Der berühmteste und beliebteste Meeresbiologe. Dann ist er auch gleichzeitig der meistgehasste, wenn man keinen anderen das kennt. Das kann wohl sein. Wir finden ihn super, muss man sagen. Wir finden sehr gut, dass er sich natürlich stark für die Tiere macht und hat sich bei vielen die Frage aufgedrängt, lebt er eigentlich auch vegan? Und er macht eigentlich gar nicht so wirklich Aussagen zu dem Thema bisher. Denn er hat jetzt ein spannendes Video rausgebracht mit dem Thema Meine Meinung zum Veganismus. Und da haben wir gedacht, das interessiert uns brennend, das interessiert bestimmt euch, das interessiert euch vielleicht, was wir dazu zu sagen haben. Und deswegen gucken wir uns das jetzt an. Fangen wir direkt rein. Also, wer also sagt, hat noch nichts gemacht. Heute geht es um Veganismus. Vegan sein. So, da ist natürlich erstmal vermutlich die Frage, ich bin vermutlich einer der schlechtesten Personen, die euch das erklären kann, was vegan sein eigentlich bedeutet oder was das ist, was das mit einem macht, woher das kommt, wieso, weshalb, warum. Darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Und in meiner Beschäftigung der letzten Jahre mit Veganismus, Veganern und so weiter, habe ich natürlich schnell festgestellt, dass das eigentlich relativ einfach ist, was das bedeutet. Wenn man das jetzt auf ein Wort runterbrechen würde, würde ich sagen, tierleidfrei. Ja, hätte ich auch gesagt, das wäre auch das Wort, was ich gewählt hätte. Ich hätte tatsächlich ein anderes Wort gewählt. Ja? Und zwar tierausbeutungsfrei. Weil gerade wenn man jetzt mit Tierleid oder so anfängt, das ist ganz schwierig zu sagen, dass man gar kein Tierleid auslöst. Denn selbst wenn man jetzt einfach Landwirtschaft betreibt und beispielsweise Getreide anbaut, da kommen vielleicht Insekten zu Schaden, da kommen vielleicht Mäuse zu Schaden. Es ist also einfach unmöglich, mit der aktuellen modernen Lebensweise komplett tierleidfrei zu sein. Deswegen ist für mich halt eigentlich im Zentrum eben die Tierausbeutung, also die bewusst zu verhindern, soweit es halt möglich ist. Deswegen würde ich diesen etwas sperrigen Begriff wählen. Der ist tatsächlich ein bisschen sperrig. Tierleidfrei ist halt zumindest so in unserem Vokabular irgendwie drin, ne? Aber tierausbeutungsfrei. Aber gut, ich verstehe, was du meinst. Stimme dir dazu. Finde ich auch gut. So, weiß nicht, ob mir die Veganer dazu stimmen. Ja, irgendwie schon. Ja, also man muss ja auch sagen, selbst wenn man jetzt sagt, tierausbeutungsfrei wäre vielleicht sogar noch ein bisschen genauer von der Definition oder vom Wort her. Wir wissen ja, was er meint und wir meinen ja alle im Kern das Gleiche. Und ich muss sagen, das fehlt mir häufig so ein bisschen bei den ganzen Diskussionen so im Internet oder generell, dass man sich häufig so an kleinen Wörtern festhält, gar nicht nur im Bereich Veganismus, einfach generell. Man hängt sich so an Wörtern fest und sagt dann, nee, aber das Wort bedeutet was anderes und so kannst du das nicht verwenden, obwohl man eigentlich im Kern weiß, was die Person sagen will und das ist doch das Wichtige. So. Dann gibt es natürlich eine Definitionsform von Veganismus. Oh, gucken wir mal nach, was das bedeutet, was das Internet sagt. Öffnen. Veganismus. Veganismus ist eine aus dem Vegetarismus, also vegetarisch, hervorgegangene Ernährungs- und Lebensweise. Viele verwechseln das, dass es nur Ernährung ist, aber es ist auch eine Lebensweise. Das ist halt eben der Unterschied eigentlich offiziell zwischen veganer Ernährung und pflanzlicher Ernährung, weil vegan halt eben mehr umfasst als nur die Ernährung. Aber ganz ehrlich, oh, ich finde es nicht. Also ich finde diese Abgrenzungen nicht so. Die sind inhaltlich natürlich wichtig, dass Leute vegan sind, damit halt möglichst wenig Tierleid passiert. Aber ob jetzt jemand, der sich komplett vegan ernährt, aber vielleicht in einer Sache sich nicht vegan verhält, ob die Person jetzt von sich sagt, dass sie vegan ist oder nicht, ist mir komplett egal. Ich weiß, was die Person damit meint und das reicht für mich. Und nur weil sie sich jetzt vegan nennt oder nicht, passiert es nicht weniger oder mehr Tierleid. Hi, ich bin vegan. Veganer verzichten auf alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. Also von Fleisch über Eier bis Fisch, was auch Fleisch ist, was viele unterschätzen, bis hin zu Honig, der von Bienen gemacht wird, Insekten natürlich und so weiter. Insekten ist natürlich jetzt auch aktuell ein heißes Thema. Haben wir erst letztens ein Video zugemacht. Dann mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Einige meiden darüber hinaus auch andere Tierprodukte, wie zum Beispiel Leder, also in Schuhen, Jacken und so weiter oder Autos und lehnen weitere Formen der Nutzung von Tieren ab. Nutzung von Tieren wäre jetzt für mich zum Beispiel auch Eselreiten, Pferdereiten, Tierversuche, Aquarienfische einsperren, von bis. Ich wüsste nicht, ob Haustiere retten, also so einen geretteten Hund wie ich habe oder gerettete Hunde wie ich habe, vermutlich nicht dazu gehört, aber dann stellt sich wieder die Frage, fütterst du die mit Fleisch, dann wird es alles wieder ganz schwierig. Haustiere ist natürlich immer so ein Ding, wobei ich jetzt sagen muss, dass die allermeisten Menschen, die wir kennen, eigentlich mit Haustieren einverstanden sind. Also natürlich ist es immer besser, Tiere vom Züchter zu holen.
Nein. Natürlich ist es auf keinen Fall besser, Tiere vom Züchter zu holen, Leute. Auf keinen Fall. Holt auf keinen Fall Tiere vom Züchter. Das wollte ich sagen. Es ist immer besser, Tiere aus dem Tierheim oder der Tierrettung zu holen, anstatt vom Züchter. Denn Züchtung geht tatsächlich häufig mit Qualen einher. Thema Qualzucht halt eben. Und es gibt halt so viele Tiere, die ein neues Zuhause suchen im Tierheim, die auf euch warten, die auf den Straßen leben und ein neues Zuhause brauchen. Rettet diese Tiere. Denen tut ihr auf jeden Fall einen guten Gefallen damit. Dass immer wieder neue Tiere nachgezüchtet werden, ist für die Tiere nicht gut. Der Veganismus stützt sich auf die Argumente aus den Bereichen Tierethik, Umweltschutz, Welthunger, Gesundheit und Religion. Aha, manche machen das auch aus religiösen Gründen. Okay. Nun gut. Also ihr seht schon, es ist jetzt nicht so super einfach, den Veganismus oder das Vegan zu definieren. Und ich glaube auch, dass das für jeden grundsätzlich irgendwie ein bisschen anders ist. Das glaube ich auch tatsächlich, dass jeder für sich irgendwie klar machen muss, was vegan für einen persönlich bedeutet. Man kann halt letztendlich so eine grobe Guideline irgendwie erschaffen, so wie das ja auch die Vegan Society gemacht hat. Mhm. Aber da steckt natürlich auch so eine gewisse Schwammigkeit drin. Also es wäre jetzt schon merkwürdig, wenn jemand, der Fleisch isst, sagt, er lebt vegan. Das wäre schon, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, so. Ja. So, das ist das, was ich so gelernt habe. Wenn man sich jetzt mal anguckt, die Zahlen, gucke ich es mir doch gleich mal an. Das ist ja ein Livestream, ne? Ich sage natürlich immer irgendwas, was ich so denke, aber validifizieren kann man das nicht. Dann sagen wir doch mal Anzahl Veganer. Ich glaube 1,6% oder wie viel in Deutschland? Ja, irgendwo so zwischen 1,6 und 2%. Die Zahlen schwanken je nach Umfrage. Zu wenig auf jeden Fall. Die Anzahl der Menschen in Deutschland, die sich selbst als vegan... Das ist halt das Problem. Nur weil es so schwierig ist, sich selbst als vegan zu bezeichnen. Ja, vor allen Dingen, wenn die Definitionen dann so unklar sind, ne? Woher soll man wissen, ob man sich als vegan bezeichnen kann oder nicht? Bezeichne ich mich vielleicht lieber nicht als vegan. Wenn man so die Kommentare liest, sollten wir uns vielleicht lieber nicht als vegan bezeichnen. Manche Kommentare. Die allermeisten... Wenige Kommentare, muss man sagen. Die allermeisten Kommentare sind schon sehr positiv. Lieben Dank dafür übrigens, dass es auch wirklich die positiven Kommentare sind, die uns Energie geben und warum wir weitermachen und so. Die sind halt super, super wichtig, weil halt eben diese negativen Kommentare halt auch kommen, damit man die einfach schlucken kann. Wenn man sagt, komm, 10 Leute haben gerade was Positives geschrieben, dann ist mir der eine negative Kommentar ist auch egal. Ist in der Realität natürlich nie so, aber trotzdem. Ghana einordnen lag im Jahr 2020 laut der Allensbacher Markt Werbeträgeranalyse bei 1,58 Millionen. Damit waren es 100... Ja, jetzt rechnet mal, wie viel Prozent das sind. Keine Ahnung. 1000 Personen mehr als noch im Vorjahr. Anzahl Veganer steigt. Anzahl vegetarisch vegan lebende Menschen steigt. Krass, 9 Millionen Menschen, die sich für Ernährung ohne Fleisch und Fisch beziehungsweise ohne gänzliche tierische Produkte in Deutschland einsetzen. Vegan-Trend, bla bla, geht alles nach oben. Vegan Restaurants geht nach oben. Veganismus geht nach oben. Also offensichtlich eine Ernährungsweise, eine Lebensweise, die immer mehr Anklang findet. Ja, nice. Dann abonniert doch gerne mal den Kanal, weil da bekommt ihr ganz viele Tipps und Tricks zum Thema Veganismus, ganz viele Produkte, ganz viele Infos. Und wie alle YouTuber immer sagen, was schon Pflicht ist, wir sehen in Analytics, die meisten Leute, die Videos gucken, abonnieren nicht. Da geht also noch was. Also mindestens 60% von euch müssten mal den Abo-Button drücken. So, ich habe natürlich auch mich schon mit vielen Veganern auseinandergesetzt, mit vielen Veganern über dieses Thema gesprochen, viel dazu gelesen. Und da reicht, wie immer... Das von A bis Z, von bis. Völlig krass. So, und hier schreibt es ja auch gerade, Aljoscha kennt sich mit dem Thema doch super aus. Ja, mit dem habe ich mich auch schon ausgetauscht. Mehr als ihr wisst. Aber demnächst wissen werdet. Kommt da noch ein Video von den beiden? Ich habe so das Gefühl, da ist so eine Kooperation im Busch zwischen denen. Wäre auf jeden Fall cool, würde mich freuen. Aljoscha mögen wir auch sehr gerne. Also wir kennen ihn nicht privat, aber zumindest aus den Videos mögen wir ihn sehr gerne. Wir haben ihn auch schon mal gefragt, ob er nicht ein Video mit uns machen möchte. Ihr fragt uns das nämlich immer wieder. Tatsächlich haben wir dazu aber noch keine Antwort von ihm. Ich glaube auch tatsächlich, er kennt uns noch nicht. Also müssen wir das ändern, meine Lieben. Sagt ihr doch gerne mal Aljoscha, dass er ein Video mit uns machen könnte. Wir würden uns total freuen. Ich glaube... Ihr auch. Ihr auch, ja. Nein, aber so von den Videos und so, von seinen Videos würde ich jetzt einschätzen, dass wir doch ziemlich viele Gemeinsamkeiten haben, ähnliche Ansichten, einen ähnlichen Humor, hoffe ich. Ich denke, da sind wir auf jeden Fall mit ihm auf einer Wellenlänge. So, und da ist alles dabei gewesen. Ich wurde selbst schon in Vorträgen gestört, beziehungsweise Zwischenrufe von, ich weiß es noch genau, wie sie aussah. Das lasse ich mal weg, das Äußere. Aber trinkst du eigentlich noch Milch in so einem National Geographic Vortrag? Oh nein.
so mitten in so einen Tierrechtsvortrag reingerufen. Trinkst du eigentlich noch Milch? Ja, ich finde das auch irgendwie sehr unangebracht, sehr unpassend, weil es ist ja letztendlich kein Vorhaben, wo man sagen muss, da versucht er jetzt gerade Leuten mit oder Tieren mit zu schaden mit dem, was er macht. Und ich glaube, eigentlich gerade seine starke Tierschutzarbeit ist eigentlich eher das Gegenteil von dem, was man halt da kritisieren möchte. Und dann so dieses letzte Quäntchen noch aus der Person so rauszudrücken, ist schon ein bisschen schwierig. Ja, das finde ich halt manchmal schade, weil unabhängig davon, ob er sich jetzt vegan ernährt oder nicht, das wissen wir jetzt noch nicht, aber er tut halt schon so viel für die Tiere. Falls ihr mal wollt, guckt gerne mal bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbei, da gibt es mega coole Videos, zum Beispiel zum Thema Pelz, so Undercover-Aufnahmen, alles richtig krass. Er tut so viel damit für die Tiere, da muss man nicht immer auf die Menschen draufgehen, die eh schon so viel machen. So, geht mal zu Tönnies und greift den mal an, wisst ihr, was ich meine, so, aber doch nicht die Leute, die sich eh schon dafür einsetzen. Wo ich dachte, Mann, ich halte doch hier gerade einen Vortrag zum Tierschutz, was hat das denn jetzt damit zu tun? Und danach wurde ich richtig angegriffen und es gab eine hitzige Diskussion. Zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt, das muss so 5 Jahre her sein, um und bei, würde ich schätzen, habe ich noch Milch getrunken tatsächlich. Heute trinke ich keine Milch mehr. Also ja, hat das vielleicht doch geholfen. Oder wäre die Frage nicht gekommen, hätte er vielleicht schon viel eher aufgehört, Milch zu trinken. Das stimmt, das weiß man natürlich nicht. Oft haben ja auch solche Diskussionen eigentlich genau den Nachteil, dass sie dafür sorgen, dass die Leute erstmal so Scheuklappen bekommen und erstmal keinen Bock haben, weiter über die Sachen nachzudenken. Ja, so eine Mauer aufbauen. Keine Milch von Tieren, sondern ich trinke Milch von Pflanzen. Kein Drink, Milch von Pflanzen. Sehr gut. Ich trinke eigentlich immer nur ausnahmslos Nutmilch. Lieb ich. Ist für viele Veganer zu krass, weil schmeckt nach Milch. Okay, kann ich auch verstehen. Also Milch kommt mir nicht mehr auf den Tisch. Deswegen hat das so lange gedauert. Die kam ja erst letztes Jahr raus. Stimmt. Ja, aber schon haben sie die Rezeptur wieder verändert. Schon schmeckt die schon wieder ganz anders. Super nervig, weil die war tatsächlich sehr, sehr nah dran an Kuhmilch. Jetzt ist sie leider ein bisschen wässriger. Sehr schade. Gibt es kein gutes Vergleichsprodukt zu dem, wie Alpro-Nutmilch vorher war. Oder Nutmilch. Fleisch, also ich, genau, vielleicht muss ich mal sagen, was das für mich bedeutet oder was es mit mir gemacht hat. Das ist jetzt aber meine ganz persönliche Meinung, mein ganz persönlicher Input zum Thema Veganismus. Ich werde natürlich gefragt, bist du vegan? Und das ganze Internet, wenn ihr das mal eingebt, Robert Marc Lehmann vegan, beschäftigt sich damit, ob ich nun vegan bin, lebe, esse, seit wann, wieso, weshalb. Es gibt ganze Foren. Krass, das ganze Internet, ich glaube, deswegen war das so, als ich letztens R auf der Tastatur eingegeben habe, dass die Autovervollständigung bei Google war, Robert Marc Lehmann vegan. War das wirklich so? Nein. Also, aber ich meine, er hat ja halt recht, ne? Man selbst denkt immer, wenn man so kommentiert, ja, das ist ja nur ein Kommentar, das ist ja nicht so schlimm. Aber man darf gar nicht vergessen, wenn man so eine Reichweite hat oder auch allein schon mit unserer Reichweite, mit fast 30.000 Abonnenten auf YouTube, man kriegt so viele Kommentare. Zeigt man ein bisschen Plastik, kommen sofort hunderte von Kommentaren. Oh, da ist Plastik, du bist nicht vegan. Wie kannst du das der Umwelt antun? Hunderte kommen. Tausende. Gefühl. Es fühlt sich, negative Kommentare fühlen sich doch immer. Ein negativer Kommentar fühlt sich an wie 10 positive, oder? Ja, aber tatsächlich finde ich vor allem einige Formulierungen dann halt ganz interessant. Wenn dann Leute schreiben, du hast Plastik verwendet, du bist nicht mehr vegan. Ja. Und das ist halt, glaube ich, das Problem, was so ein bisschen in dieser ganzen Diskussion auch mitschwingt. Du bist nicht vegan genug. Das ist halt auch wieder so ein Beispiel. Wir könnten es halt auch sein lassen, neue vegane Produkte zu zeigen. Damit würden wir halt Leute nicht darüber informieren. Und Leute schreiben uns ja auch, dass es ihnen hilft dabei, beim Umstieg neue vegane Produkte zu finden, dass sie dadurch mal vegane Produkte ausprobieren. Das heißt, wir hätten diesen ganzen Impact, den wir haben auf die Menschen, hätten wir dann nicht mehr, weil wir uns nicht mehr trauen, Plastik zu zeigen im Internet. Da muss man dann auch immer so ein bisschen abwägen, ne? Und das ist halt bei ihm ähnlich. Er steht eh schon da oben und hält halt einen Vortrag. Und dann wird noch reingerufen, aber trinkst du denn Milch? Und er denkt, ja, ich trinke Milch. Okay, dann gehe ich lieber runter und sage nichts mehr zum Thema Tierschutz. Du denkst, es gibt Videos gegen mich, für mich, von bis, Diskussionen, Kommentare und so weiter. Spannend, dass ja auch die Leute da draußen natürlich immer mehr wissen über mich als ich selbst. Ich selbst würde mich, glaube ich, nicht unbedingt als vegan bezeichnen, wenn ich das jetzt in der Gesamtmasse sehe, nämlich Ernährung und Lebensweise, weil ich glaube, guck mal, wenn ich jetzt 100% vegan wäre, vielleicht könnte man es in so einer Prozentabstufung machen, dann würde ich kein Fleisch, keine tierischen Produkte, kein Honig, keine durch Tierversuche erprobten Medikamente. Ich würde vermutlich kein Haustier halten, es nicht mit Fleisch füttern, die Lederschuhe wegwerfen, die Lederjacke wegwerfen, die mit Daunen gefüllte Jacke wegwerfen, kein Auto fahren mit Lederbezug. Ich habe sowieso kein Auto, aber aktuell, aber von bis, ne? Also, wenn ich es jetzt richtig für mich definieren würde, 100% vegan, müsste ich vermutlich halbnackt durch die Gegend laufen, nichts tun, nichts, also, oder wenig essen, weniger essen, anders essen
Und es ist ganz schwierig. Dass hat er halt recht. 100% vegan kann halt niemand sein. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Da muss man seine eigene Existenz hinterfragen, wenn man sagen möchte, man will 100% vegan leben. Ich glaube, Earthling Ed ist 100% vegan. Deswegen für mich zu sagen, ich bin vegan. Allerdings haben mir schon einzelne Veganer bestätigt, Robert, du bist vegan, weil du versuchst nach deinen Möglichkeiten, so gut es dir möglich ist, tierleidfrei zu leben. Und ja, das ist ja auch die Definition eigentlich von der Vegan Society. So gut wie möglich oder so weit wie möglich. Weil, wie du ja gerade gesagt hast, Tierleid zu verhindern ist einfach in unserer heutigen Gesellschaft, es ist nicht möglich. Setzt du dich irgendwo auf eine Wiese, setzt du dich vielleicht auf ein Insekt drauf oder so. Oder auf eine Maus im schlimmsten Fall. Ich finde auch gerade das Tierversuchsthema und Medikamente zeigt eigentlich, wo auch ganz klare Grenzen sind. Weil ich meine, gerade wenn du jetzt im Sterben liegst, du nur durch ein bestimmtes Medikament die Möglichkeit hast, dass dein Leben gerettet wird, das kannst du doch eigentlich nicht ablehnen, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch keinen vegan lebenden Menschen, der sagt, er nimmt keine Medikamente. Also unabhängig davon, ob er im Sterben liegt oder nicht, ich kenne keinen vegan lebenden Menschen, der sagt, er nimmt keine Medikamente. Also auch alleine schon Ibuprofen oder Antibiotika oder so. Ich glaube, fast alle Medikamente sind an Tieren getestet. Es gibt jetzt im Prinzip seit kurzem erstmalig Paracetamol mit der Veganblume der Vegan Society. Das ist eine wirkliche Neuheit. Also sowas kommt erst gerade. Und auch überhaupt tierversuchsfreie Methoden zur Erforschung von solchen Medikamenten und zur Testung sind halt noch nicht so anerkannt. Das heißt, die Alternativen fehlen einfach an der Stelle oft. Auch wenn es halt sinnvolle Alternativen in der Theorie gäbe. Das heißt nicht, dass man Tierversuche jetzt so gutheißen muss oder gut findet, dass das für Medikamente gemacht wird. Es heißt nur, dass es einfach heutzutage nicht möglich ist, das zu umgehen. Stimmt. Das kann ich für mich definitiv so unterschreiben. Ich versuche, möglichst tierleidfrei zu leben. Punkt. Nichtsdestotrotz. Mega gut. Auf jeden Fall. Meine Ernährung, um das jetzt mal auf meine Ernährung runterzubrechen, ich ernähre mich zu 99% vegan. Das stimmt. Punkt. Also mein Morgen startet mit einem veganen Smoothie. Da sind drin Äpfel, Bananen, Chiasamen, Goji-Beeren, gefrorene Früchte jeglichster Art, Kokosnussmilch. So ein klassisches, fast schon stereotypisches Ding, oder? Mit Chiasamen und Goji-Beeren ist gar kein Problem. Superfood. Aber vegane Gerichte oder vegane klassische Gerichte haben häufig so Superfoods drin. Und veganes Proteinpulver. Habe ich was vergessen? Nee, so startet mein Morgen immer. Dazu trinke ich einen Kaffee mit Snotmilk. Ich habe noch nie jemanden gehört, der das so sagt. Also eigentlich, er hat recht, ne? Die heißt halt so. Ja. Aber die meisten sagen, glaube ich, Alpro-Not-Milk. Finde ich aber, von jetzt an machen wir es auch immer. Not-Milk. Wir müssen die häufiger in Videos erwähnen. Auf jeden Fall. Das ist jetzt ab sofort in jedem Video gesetzt. That's it. Das ist mein Frühstück. Zum Mittag mache ich mir ganz oft einen veganen Knusperburger mit Mango, Zwiebel. Knusperburger. Ist das ein Fertigprodukt? Gibt es das? Veganer Knusperburger? Gibt es das so zu kaufen? Oder macht ihr den selber? Wenn er selber macht, Robert, ich hätte gerne das Rezept. Knusperburger klingt auf jeden Fall richtig gut. Mega, vor allem Mango. Koriander, dies, das. Und zum Abendbrot. Okay, bitte ohne Koriander für mich, danke. Esse ich. Ich bin gerne ein Brotesser, aber da ist bei mir vegane Teewurst, veganer Fleischsalat, Gurken. Welche vegane Teewurst er da wohl nehmen wird? Ja. Möhren, ich bin auch ein großer Gemüse- und Fruchtfreund. Ne? So ernähre ich mich eigentlich. Ich habe manchmal international auf meinen Expeditionen, das ist vielleicht ganz wichtig und auch das ist der für euch vermutlich am schwierigsten zu verstehendste Punkt, nicht die Möglichkeit, mich vegan zu ernähren. Klar. Ja, also ich muss sagen, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, denn seine Expeditionen werden ja wahrscheinlich nicht in irgendwelchen Großstädten stattfinden, sondern halt irgendwo in der Wildnis, wo es nun mal halt viel, viel weniger zu essen generell gibt und du dann wahrscheinlich darauf angewiesen bist, was es da halt zu essen gibt. Als wir zum Beispiel in Japan waren, war das total schwierig, vegane Optionen überall zu finden. Es gab ja auch noch zusätzlich eine Sprachbarriere, die es auch nicht so easy gemacht hatte. Wir hatten so ein Kärtchen dabei, was beschrieben hatte, was genau alles vegan ist und was nicht, sodass wir dann manchmal uns verständigen konnten. Aber das war schon krass, wenn man dann bei Happy Cow oder so Apps geguckt hatte, wo das nächste Restaurant mit veganen Optionen war und dann war das einfach mal 20 Kilometer entfernt. Also in so Großstädten wie Tokio oder Kyoto oder so habt ihr gar keine Probleme, vegane Optionen zu finden. Aber wenn man da einfach ein bisschen weiter ländlich geht, da ist überall Fischsoße drin, meine Lieben. Überall, in jedem Gericht. Wir haben es geschafft, uns da komplett vegan zu ernähren. Zum Glück. Aber ich kann mir schon vorstellen, so ein Urlaub und so eine Expedition sind auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, muss man ja sagen. Das geht in einigen Ländern, wo die Ernährungsweise sowieso vegan ist, weil die meisten Menschen verwechseln unsere Ernährungsweise mit der Ernährungsweise weltweit. Ich war jetzt in 128 Ländern auf verschiedenen Expeditionen. Wow, 128 Länder. Das ist schon eine Menge. Ich habe wirklich, eigentlich würde ich jetzt sagen, jede jeglichste Ernährungsweise kennengelernt, vom Ultrafleischesser bis zum Ultraveganer, vom Selbstversorger, vom Jäger, vom Sammler, vom ganz arm in den Slums, vom Ureinwohner Afrikas und Süd- und Mittelamerikas,
Selbstjäger, Jäger, ich habe alles erlebt, ne? Hat er gerade Selbstjäger gesagt? Ja, Selbstjäger. Gibt's das? Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich meint der Jäger, die für sich selbst das Essen jagen und Jäger, die für andere die Tiere jagen. Hm. Aber mich würde mal interessieren, in welchem Land diese Ultra-Veganer sind. Weiß ich auch nicht. Ultras, die veganen Ultras. Weise weltweit eher pflanzlich ist. So aus meiner Erfahrung, von dem, was ich gesehen habe. Die Menschen in Afrika, wo ich war, in den afrikanischen Ländern, von Kenia bis Gambia bis Uganda, essen nicht den ganzen Tag Fleisch. Das ist totaler Quatsch. Die ernähren sich pflanzlich. Linsen, Reis, Bohnen, dies, das. Und in Kenia habe ich das persönlich so wahrgenommen und erlebt, als ich dort gelebt habe. Und das waren immerhin auch viele Monate, fast ein Jahr habe ich als Safari-Guide in Kenia gearbeitet. Und ja, auch die Einheimischen kennengelernt und so weiter. Und da ging es darum, $24 zu sparen das ganze Jahr für Weihnachten, um sich dann eine Mbuzi zu kaufen, eine Ziege. Das ist deren Ernährungsform gewesen. So kenne ich das. Dann habe ich Leute... Witzig, dass genau $24 sind, weil 24 ist jetzt sowas, was man mit Weihnachten auch generell verbindet, ne? 24, Adventstürchen. Adventskalender. Und am 24. ist da was drin. Ja, aber das ist halt eben die Sache. In großen Teilen der Welt kann man sich Fleisch einfach auch nicht leisten, muss man sagen. Und die Massentierhaltung arbeitet gerade sehr gut daran, dass man sich das überall für jeden Preis leisten kann. Die Massentierhaltung arbeitet daran. Ja. Menschen, die Massentierhaltung machen. Das ist halt das Problem. Dank Massentierhaltung etc. wird Fleisch halt immer günstiger. Das heißt, selbst in den armen Ländern kann man sich halt auch bald Fleisch leisten. Was halt echt ein bisschen beängstigend ist, muss man sagen. Ja, also es ist schon beängstigend, dass man sich das jetzt auch schon in den entwickelten Ländern leisten kann. Aber wenn es einfach, es werden immer mehr Menschen und die wollen immer mehr Tiere essen und wenn sich das auf einmal alle leisten können, dann ist halt kein Luxusgegenstand mehr. So wie man immer schön sagt, früher mal den Sonntagsbraten, sondern dann wird halt jeden Tag dreimal Fleisch gegessen. Erlebt, die fast nur tierische Produkte essen. Völker, die auf dem Meer leben oder vom Meer leben. Die ernähren sich natürlich rein tierisch. Dann habe ich Leute erlebt, die Jäger sind im Amazonas, die von Affe bis Papagei, von Fisch bis sonst was alles nehmen, aber weil es gar nicht so viel gibt, sich überwiegend auf Maniok, Bananen und Reis beschränken. Ich habe Bevölkerungsgruppen kennengelernt in Indonesien, Papua und so weiter, da wird dreimal am Tag Fleisch gegessen. Ich habe vegane Communities in westlichen Ländern erlebt, die rein vegan leben. Also ich habe wirklich alles mögliche. Vegane Communities in westlichen Ländern, sind das diese Ultras? erlebt. Wichtig zu wissen ist, Fleisch ist durchaus teuer, aufwendig und für viele ärmere Menschen gar nicht so erschwinglich oder verfügbar. Problem daran ist jetzt, dass viele ärmere Länder auch reicher werden. Brasilien, Indien, China und so weiter. Es immer mehr Menschen gibt, die reicher werden, die immer mehr Fleisch konsumieren. Das heißt, müsste man sich jetzt die Zahlen angucken, Fleischkonsum weltweit ist eher durch die Masse an Menschen, die es gerade gibt, auf dem aufsteigenden Ast. So würde ich das wahrnehmen. Ob das stimmt, müsst ihr überprüfen. Fleischkonsum ist auf dem aufsteigenden Ast, aber auch der Veganismus. Also nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir schaffen das. So. In westlich geprägten, entwickelten Ländern, USA, Europa, aber auch sowas wie jetzt Malaysia, Australien, Neuseeland und so weiter, ist, glaube ich, langsam das Gedankengut da, hey, wie gehen wir mit unseren Tieren um? Wie können wir uns gesünder ernähren? Wie kann ich weniger Tierleid verursachen? Was ist besser für die Umwelt? Da ist schon ein Trend zum Veganismus aus meiner Perspektive durchaus zu erkennen. Gerade in Deutschland, das merkt man ja ganz, ganz extrem. Mhm. Dass auch die Jugend von heute, die nachwachsende Generation, dass die halt auch ein viel stärkeres Bewusstsein dafür haben, auch für eben auch Umweltaspekte, nicht nur für Tierethikaspekte, aber eben auch dafür. Und ich meine jetzt gerade auf YouTube Deutschland passiert ja auch echt was Krasses, ne? Jonas Ems macht auf einmal Tierrechtsvideos, Vegan-Videos. Marco Bert Lehmann macht auf einmal Vegan-Videos oder Videos zum Thema Veganismus. Das ist halt immer mehr in aller Munde. Sogar so eine Person wie die militante Veganerin geht gerade rund in... Die geht rund? Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Aber die war ja gefühlt bei jedem Reaction-Kanal schon irgendwie da. Die wurde einmal so richtig durchreacted. Aber auch allein so der Besuch im Restaurant. Mittlerweile ist es halt so, dass man keinem mehr erklären muss, was vegan heißt. Vor 10 Jahren musste man das noch jedem erklären. Ja, man es wirklich keinem mehr erklären muss. Das stimmt doch nicht. Weiß noch der Bäcker in Berlin? Boah, ja, stimmt. Ja, egal. Anderes Mal. Anderes. Das würde ich jetzt mal so sagen. Punkt. Das ist das, was ich wahrnehme. So. Immer mehr meiner Bekannten, Freunde und Kollegen werden vegan oder ernähren sich zumindest vegetarisch.
Das ist auch... Das habe ich auch letztens festgestellt. Da habe ich noch überlegt, ob wir viele nicht-vegane Freunde haben. Und dann, wir selektieren tatsächlich unsere Freunde nicht danach, ob sie vegan sind oder nicht. Höchstens halt, weil man halt selbst vegan ist, dass man in vegane Restaurants geht, zu veganen Treffen geht. Da trifft man automatisch vegane Leute. Aber wir haben auch nicht-vegane Freunde. Aber der Großteil von denen ist mittlerweile vegan geworden. Das ist echt krass, wie sich das geändert hat, ja. Ja, die waren gar nicht unbedingt vegan, als wir uns mit denen angefreundet haben. Aber jetzt sind viele von denen vegan. Deswegen finde ich es halt eben auch so wichtig, Leute auch nicht zu stigmatisieren. Wie wollt ihr denen zeigen, wie cool und easy das ist, wenn ihr halt sagt, nee, bin nicht Veganer, umgebe ich mich halt nicht. Sprich mit der veganen Hand. Eine Wahrnehmung, die ich habe, zum Beispiel die Schnittbude, mit der ich immer wieder arbeite, Patrick Hammerschmidt, One Shot, der sagt zum Beispiel zu seinen Mitarbeitern, ich bezahle euch das Essen, solange es vegan ist. Dann kriegt ihr von mir jeden Tag Essen, was ich als Chef übrigens super geil finde und was die meisten Mitarbeiter dort auch wahrnehmen. Und richtig gutes Konzept. Hätten wir Mitarbeiter, würden wir das auch so machen. Patrick bringen wir dann immer auch veganen Käse mit und so, wie von meiner letzten Reise und was weiß ich, ne? Also von bis. Ich kenne natürlich immer mehr Veganer, weil ich natürlich auch in dieser grünen Bubble mich bewege, aber ich bewege mich ja auch in einigen Bubbles. Ich bewege mich ja nicht nur in der veganen Bubble, sondern eben auch von Outdoor-Expeditionen bis Fotografen, bis Autos, bis whatever, ne? Ihr kennt mich, ich spitzel in jede Bubble rein. So. Aber auch da wird zunehmend das Bewusstsein größer. Ich bekomme immer mehr Hafermilch an Ecken, wo ich danach frage. Und wenn nicht, frage ich dann immer, hey, wieso nicht? Und sage mittlerweile auch natürlich immer, haben Sie auch normale Milch, also Hafermilch, oder haben Sie noch Kuhmilch? Ich provoziere da natürlich auch, was das... Oder Kuhdrink. Aber ich meine, das klingt ja schon sehr nach Böhmermann, ne? Genau das Gegenteil, andersrum. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist schon wirklich interessant, allein wenn man jetzt mal so in deutsche Tankstellen guckt, mittlerweile an jeder Aral-Tankstelle gibt es Oatly. Es gibt bei Chibo mittlerweile Oatly. Das ist schon krass auf einmal. Also ich muss sagen, nochmal zu dem Punkt, ich finde, ich provoziere nicht so gerne mittlerweile mehr. Früher waren wir auch ein bisschen anders. Wir mögen das eigentlich nicht so gerne, weil es unnötig viel Stress macht, manchmal habe ich das Gefühl. Was aber nicht heißt, dass man nicht jedes Mal nach veganen Optionen fragt. Also auch beim Bäcker oder so, selbst wenn da ein vegan Kennzeichen ist, frage ich manchmal, oh, ist das vegan? Dann nehme ich das, damit den Leuten halt bewusst ist, dass ich das nur nehme, weil es vegan ist und dass die vegane Nachfrage eben da ist. Oder selbst wenn ich weiß, da und da gibt es nichts Veganes, frage ich trotzdem jedes Mal nach, ob es was Veganes gibt. Ich kaufe natürlich nichts, wenn es nichts Veganes gibt, aber ich frage halt trotzdem gerne nach, gibt es was Veganes? Aber gut, ich finde es auch so völlig cool, wie er es macht, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Das Thema betrifft ein bisschen, weil ich mich mit der Milchindustrie ja... Man will einfach irgendwann auch so ein bisschen, man hat auch keine Lust, jedes Mal zu diskutieren mit allen Leuten. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt. Man muss auch irgendwie gucken, dass man selber auch energiegeladen bleibt und positiv bleibt, damit man halt eben auch positive Videos machen kann und Leuten zeigen kann, wie cool vegan sein kann halt eben. Und nicht, dass das einen so ganz frustriert macht und man dann ganz schlecht drauf ist die ganze Zeit und so. Vor allem ist man ja auch irgendwie Mensch. Also, dass man die ganze Zeit nur noch über dieses eine Thema redet und überall reden muss und überall in so einen Rechtfertigungsmodus kommt, das ist doch echt anstrengend. Auch beschäftigt habt, Grüße gehen raus an alle Landwirte an dieser Stelle nochmal. Wer es nicht gesehen hat, mal ins Milchvideo reinspitzeln. Und ich persönlich habe mich in den letzten Jahren extrem verändert, was meine Ernährungsweise betrifft und was mein Verhalten Tieren gegenüber betrifft. Also, ne, Leute, ihr müsst überlegen, ich habe das schon 100-mal gesagt, ich bin ein Ossi, ich komme aus Thüringen eigentlich, ich bin in Jena aufgewachsen. Leute, meine Eltern, also auf dem Essenstisch bei mir zu Hause in Jena in Thüringen ist dreimal am Tag Fleisch gewesen. Von Salami bis Wurst, von abends der Bratwurst bis den... Das ist halt eben die Sache, dass es vielen nicht klar, dass Wurst halt auch Fleisch ist. Ganz häufig sagen Leute, ich esse gar nicht so viel Fleisch und dann fragt man genauer, was sie essen und dann kommt halt raus, dass sie halt Wurst und alles mögliche Aufstrich. Genau, und dieses, es gab nur einmal pro Woche Fleisch, das ist eigentlich auch meistens nicht die wirkliche Wahrheit. Meistens kommen nämlich genau diese Sachen noch on top. Gänsebraten am Wochenende... kurz gebraten ist, also von bis. Wir haben den ganzen Tag immer nur Fleisch gegessen. So bin ich aufgewachsen. Das ist jetzt gar nicht despektierlich meinen Eltern gegenüber. Nee, die wussten es halt auch einfach nicht besser, muss man halt auch sagen. Also alle Menschen sind in einem anderen Punkt in ihrem Leben und nur weil jemand Fleisch isst, das ist natürlich sehr schade und es wäre natürlich mega cool, wenn niemand mehr Fleisch essen würde, aber das heißt noch lange nicht, dass die Person irgendwie ein schlechter Mensch ist oder so, sondern die Person steht einfach gerade an einem anderen Punkt, hat vielleicht einen anderen Zugang zu dem Thema bisher gehabt, ihr ist es vielleicht einfach noch gar nicht so klar. Ich bin zum Beispiel vegan geworden, einen Großteil durch Social Media, weil das nämlich gerade eben anfing mit Facebook und Co. und ich dadurch nämlich auch diese ganzen Themen überhaupt erstmal präsent hatte. Vorher
war mir das überhaupt nicht bewusst, dass Kühe für Milch leiden müssen. Ich dachte halt, wie alle immer sagen, Kühe werden halt gemolken, denen geht's gut, sonst patzen die Euter, mehr oder weniger. Ja, wirklich. Und durch Social Media habe ich halt erfahren, was da überhaupt hintersteckt. Und gerade die Generation über uns, die halt ohne Social Media, ohne Internet aufgewachsen ist, wo es in der Werbung früher noch hieß, Rauchen ist gesund, das wurde ja, solche Sachen wurden ja wirklich früher gesagt, Milch ist gesund, Milch brauchst du für deine Knochen und so. Da war doch keinem bewusst, was da wirklich für Neid hintersteckt. Oder eben, kaum jemanden. Eben. Und erst seit Unge wissen wir, Milch ist Gift. Ja, dem Urveganer Unge. Der Urveganer. Nein, sondern das ist eben einfach so gewesen, weil man es nicht anders kannte, weil man es so erlernt hat, weil es Tradition ist und so weiter. Also ich komme aus Thüringen, dort ist Fleisch Usus. Punkt. Ich habe früher als Student, wenn ich nach Hause zurückgekommen bin, nach Jena immer, als erstes angehalten mit meinem Ford Fiesta Dreitürer, 54 PS, Weinrot, beim Grillteufel und habe mir als erstes eine echte Thüringer Rostbratwurst mit Senf im Brötchen geholt, weil ich das einfach geil fand. Und irgendwann mit der Beschäftigung, mit den Tieren, wo es herkommt und so weiter, kann ich natürlich keine Schweine mehr essen. Ich war großer Beefy-Fan, Freunde. Ne? Ich habe Beefys verdrückt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, teilweise 5, 6, 7, 8 Stück am Tag. Ich war der Ultra-Fleischesser. Und ich hatte natürlich auch immer das Gefühl, da sind also diese Ultra-Fleischesser, das Gegenteil vom Ultra-Veganer. Ich muss aber echt sagen, ich kann mich da auch irgendwie ein Stück weit mit identifizieren, wie er das so erzählt. Also ich habe früher auch sehr viel Fleisch gegessen und dann gab es immer so dieses eine Tier, wo ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt habe und dachte so, das kannst du nicht mehr essen. Und dann wurde das immer weniger und dann habe ich irgendwann super nette Veganer kennengelernt und dann war auch für mich das Thema einfach durch. Ich bin schon seit meinem 10. Lebensjahr Vegetarierin. Um jetzt mal zu flexen. Heutzutage werden die Leute halt mit 10 vegan. Das ist halt der Unterschied. So ist der Generationenunterschied. Wenn man das erste Handy mit 6 hat und dann ins Internet kommt regelmäßig, dann das ist ja anders. Oder schon aufgeklärtere Eltern hat oder was auch immer. Damals, als ich auch noch trainiert habe und 10 Kilo mehr, nee, 10 Kilo nicht, jetzt 8 Kilo mehr, hatte ich auch immer das Bedürfnis. Hätte er fast angegeben, 10 Kilo, das wäre schon Unterschied gewesen. Ich brauche eine Proteinquelle, ich muss Hühnerfilets reinziehen, Brokkoli und so weiter. Ihr kennt die ganze Scheiße. So. Patrick Baboumian hat gezeigt, Proteine gehen auch pflanzlich. Also, ich weiß, woher ich komme. Wenn ich das mit heute vergleiche, wie ich mich heute ernähre, wie ich heute lebe, ist das eine fast 100%ige Umstellung. Ja? Also, ich ernähre mich überwiegend vegan, weiß es heute besser, dass Proteinquellen auch aus pflanzlicher Nahrung natürlich kommen. Und ja, das ist einfach umgestellt. Nichtsdestotrotz habe ich erst vor ein paar Tagen meine Lederschuhe, die ich eigentlich gar nicht mehr trage, aber ich habe sie immer noch, ich will sie nicht wegschmeißen, sie sind ja super hochwertig, in eine Kiste gepackt und in den Keller gestellt. So, ich ziehe auch noch eine Daunenjacke an, die mir meine Mutter mal irgendwann geschenkt hat. Die habe ich schon, keine Ahnung, 7, 8 Jahre, die funktioniert ja noch, die werfe ich jetzt nicht weg. Und die ist jetzt auch nicht so ein Statement wie eine Pelzjacke, ne, aus meiner Sicht. Wichtiges Ding. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch von keinem Veganer gehört, der das verurteilt hat, wenn Leute alte Sachen noch benutzt haben und aufgetragen haben. Ja. Habe ich wirklich noch nie gehört. Ich finde es schwierig. Also, weil das hat zwei Aspekte. Einerseits will man die Sachen, du hattest zum Beispiel noch Ledersachen, ich hatte keine, weil ich ja schon so lange Vegetarier war, aber du hattest Ledersachen, ich wollte die nicht sehen, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte die auch nicht gerne hier haben. Du wolltest sie selber auch nicht mehr tragen. Die andere Sache ist, was er halt meint, ja, eine Daunenjacke ist nicht so viel Statement wie Pelz, also bei Daunen sowieso. Leder halt meiner Meinung nach schon. Wenn du halt Lederschuhe trägst, das hat schon irgendwie, gerade als Influencer, sag ich mal, in einer großen Reichweite, ist es ja häufig so. Selbst bei mir fragen Leute, oh cool, wo hast du denn dein Oberteil her oder so, obwohl wir gar nicht in der Hinsicht Content machen. Aber Leute gucken sich halt tatsächlich schon an, was man so anzieht und finden das dann schön und wollen dann ähnliche Sachen vielleicht haben. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man auch irgendwie durch das Tragen der Sachen zeigt. Wegschmeißen hingegen ist natürlich keine Option. Ich hätte es auch nicht in den Keller gestellt. Ich hätte es halt verschenkt, weil die Sache ist halt die, wenn es wegschmeißt, ist es dir halt wirklich umsonst gestorben. Wenn es halt verschenkt einer anderen Person, dann kauft diese Person sich deswegen vielleicht keine neuen Lederschuhe, sondern benutzt halt die alten. Die Person hätte sich dann sowieso Lederschuhe geholt vielleicht und so wird halt ein Lederpaar Schuhe weniger gekauft quasi. Geld ist immer noch mal ein bisschen was anderes. So, ich kaufe in Deutschland überwiegend vegan ein. Und ich hatte heute... Nochmal dazu, nicht, dass ich Leute verurteile, die ihre alten Schuhe noch auftragen oder brauchen. Also macht das gerne, so meinte ich das nicht. Ich sage nur, für mich persönlich wäre es jetzt, ich würde es nicht gerne tragen, weil ich dieses Statement halt auch nicht setzen möchte. Genau, das ist halt auch der Punkt. Also ich denke halt auch, dass das eigentlich von wenig Veganern wirklich verurteilt wird. Aber wir haben es selbst im Aktivismus mitbekommen. Gerade wenn du in Düsseldorf vor so einem Pelzladen standest, kamen ständig Leute an dir vorbei und fragen, was sind das für Schuhe? Sind das Lederschuhe? Ihr Heuchler. Und dann hatte jemand da Stoffschuhe an, also wirklich diese stoffigsten Stoffschuhe, die es nur gibt. Ja. Und dann so, aber Hauptsache Lederschuhe tragen. Heute Morgen erst ein Meeting mit meiner Buchagentin Regina, wo es darum ging,
wie wir auch das Buch zu 100% vegan kriegen und so weiter. Also von bis, ne? Ich beschäftige... Boah, das ist schon Next Level, muss man sagen. Bücher in vegan, da achten schon die wenigsten drauf. Auf jeden Fall, da muss jedes Wort Probe gelesen werden. Ja, aber in dem Fall, also wenn die jetzt das Buch herstellen, das ist ja mega gut. Das ist ja genau die richtige Quelle, weil als Konsument, oh, gerade vor diesem Bücherhintergrund, da sind mit Sicherheit, die Bücher sind nicht vegan. Ich meine, ich habe die allermeisten Gebrauch geholt, das ist noch eine andere Sache, aber trotzdem, also Bücher ist schon Next Level, das also, ist schon advanced. Es geht vor allem um die Kleber bei den Buchrücken, das ist so ein großes Ding dabei, nur um das mal so klar zu machen an der Stelle. Ich beschäftige mich schon sehr damit und möchte möglichst vegan sein. Und es ergeben sich jeden Tag neue Dinge, neue Sachen. Und du stellst fest, auch Dinge wie Wein oder so ist nicht vegan. Und denkst du, Moment mal ganz kurz, ich habe super gerne mal ein Gläschen Wein getrunken. Na, es gibt schon veganen Wein. Also Wein ist nicht per se nicht vegan. Witzigerweise tatsächlich bei Discountern ist es sehr viel mittlerweile ausgezeichnet, weil die halt generell viele Produkte auszeichnen. Mhm. Aldi, Lidl, Penny, die sind sehr gut da drin. Mhm. Aber auch, ich muss sagen, früher, als ich noch Wein getrunken habe, mittlerweile trinke ich gar keinen Alkohol mehr, da habe ich die Winzer, die ich mochte, angefragt, wie die ihre Weine produziert haben. Und da waren überraschend viele dabei, die gesagt haben, wir würden nicht auf die Idee kommen, irgendwie Gelatine zur Klärung oder sowas zu benutzen, weil das ja auch einen gewissen Einfluss auf das Endprodukt hat. Genau, das ist halt eben die Sache, also wie der Wein geklärt wird. Meistens ist im Wein selbst sowieso nichts Unveganes mehr drin, sondern nur bei der Klärung, also Filterung kann man quasi sagen, ne, um die groben Stücke da rauszubekommen. Wird Gelatine oder auch Fischblase, wird es auch zum verwendet. Zum Beispiel, genau. Genau. Oder halt zweiter Punkt wäre in den Klebeetiketten der Flasche, könnte theoretisch wie bei den Büchern halt auch wieder unveganer Kleber drin sein. Aber es gibt super viel veganen Wein. Einmal im Monat. Ist auch schwierig geworden. So. Und nur noch mal, um das auf die Internationalität runterzumünzen. Es ist mir manchmal nicht möglich, vegan zu leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt war ich wieder in Indonesien. Da haben wir überwiegend vegan gegessen, aber manchmal gab es eben einfach nichts anderes. Und dann nach einem 18-Stunden-Tag, wo du volle Leistung bringen musst und wo du unter Stress stehst und wo du eh schon die ganze Zeit abnimmst, dann Waffeln oder ein Omelett oder irgendwas zu essen, weil es sonst einfach nichts gibt und du auch nichts mit hinnehmen kannst. Du kannst ja auch nicht Lebensmittel einführen in den meisten Ländern, dann kriegst du am Zoll spätestens Probleme. Dann wird es... Haben wir tatsächlich mal erlebt. Stimmt! Mit einer veganen Wurst in Mexiko. Und das war so eine strange Aktion. Wir haben vorher noch unsere Koffer getauscht und das war echt ein Glück, denn ausgerechnet Sabinas Koffer wurde dann gefilzt und ich kann kein Wort Spanisch. Und dann waren die auch wirklich super so, ey, du kannst dir keine Wurst einführen. Und die konnten kein Wort Englisch. Das die konnten kein Wort Englisch, genau. Ja, ja, und dann habe ich versucht mit meinem bisschen Spanisch, was ich kann, dem Typen zu erklären, dass das kein Fleisch ist, sondern vegan. Und dann musste wirklich sehr lange Zeit später, ich hatte schon richtig Angst, dass der jetzt irgendwo festgenommen werde oder so, kam halt dann, ich habe ihm aber ganz ehrlich gesagt, schmeiß es weg, es ist mir egal, schmeiß es, diese doofe Wurst von DM, diese eingepackten, kennt ihr, wie so Beefy sehen die aus, ne, so ein bisschen. Und dann hat er noch so eine andere Frau geholt und die hat dann zum Glück irgendwann gecheckt, dass es vegan ist. Ich durfte sie sogar behalten und mitnehmen dann. Einfach schwierig. Und es wird auch schwierig, wenn du wie ich permanent nur unterwegs bist, und nicht jeden Tag auf dem oder zweimal die Woche auf dem Wochenmarkt einkaufen kannst, auf deinen Kühlschrank zugreifen kannst und so weiter. Wobei ich sagen muss, es wird immer einfacher. Guck dir einen mit Friedrich Mühlen von Soko Tierschutz, habe ich da oft drüber gesprochen. Der sagte, als ich vegan wurde vor fast 30 Jahren, war das der Horror. Boah, Leute, die vor 30 Jahren vegan wurden, riesen Respekt, wirklich. Da waren die Leute viel weniger aufgeklärt, dass man überhaupt das mitbekommen hat, was das überhaupt bedeutet. Und es gab so wenig vegane Lebensmittel. Und natürlich, man kann sich schön von Obst und Gemüse und Getreide ernähren, aber ganz ehrlich, Leute, irgendwo ist auch mal, also man muss auch mal realistisch sehen. Das ist schon ein ganz anderes Leben, muss man halt sagen. Das ist wirklich eine Einschränkung gewesen. Absolut null Convenience. In Restaurants absolut schwierig. Das ist auch sozial dadurch natürlich eine ganz andere Herausforderung. Ja. Und wenn man sagt, man kann ja immer alles selber machen, man kann ja Bohnenburger selber machen. Also ich habe nicht Zeit, dreimal am Tag mein Essen komplett selbst zu machen, jeden Tag. Wenn man auch noch irgendwie was arbeitet oder so, das ist schon was anderes. Zweimal am Tag mache ich das deswegen. Das stimmt allerdings. Zweimal? Eigentlich machst du fast immer Essen. Ja, das stimmt. Eigentlich mache ich immer. Und es gab nichts. Und heutzutage ist es ja super einfach, dass man sich vegan ernähren kann. Es gibt an jeder Ecke und Ende gibt es vegane Sachen, wenn du dich selbst versorgst sowieso. Also wenn du selbst einkaufen gehen kannst und manche Restaurants... Achso, ich dachte Selbstversorger. Ich habe schon überlegt, das ging ja schon immer dann. Ich bin Selbstversorger bei Aldi, Penny und Lidl. War ich gerade lange wieder in Bayern unterwegs. Die haben halt kein einziges vegetarisches oder veganes Gericht auf der Karte. Gut, ja, so ist das eben. Aber grundsätzlich kann man sich in Europa schon sehr gut vegan ernähren. International war ich manchmal einfach angeschissen. Wenn ich irgendwo im Dschungel unterwegs bin mit der Rhino Protection Unit oder irgendwo, keine Ahnung, wilderer Jager in Costa Rica oder sonst wo auf den Philippinen, ey, dann gab es halt im Gepäck nur diese bescheuerten Rahmen, Nudelsuppen, Geschmack Hühnchen. So, wie viel Hunde jetzt wirklich drin ist, ist natürlich auch strittig, aber... Wir haben tatsächlich in Griechenland eine chinesische Nudel...
was ist das? Fertigrahmen bekommen. Geschmack Schwein, aber in vegan. War tatsächlich eine Veganblume drauf. Ja, super crazy. Haben wir noch nicht gegessen. Von bis. Ihr seht schon, das Thema Veganismus hat viele Bandbreiten. Und das geht nicht nur von der Ernährung, die tierleidfrei sein sollte bei den Veganern, sondern es geht bis zu den Klamotten, die du anziehst. Und ganz spannendes Thema finde ich zum Beispiel, du lebst jetzt in einer Partnerschaft. Du hast eine Partnerin, die du liebst oder ein Kind oder Eltern, ist ja völlig egal. Ein Menschen, der dir was bedeutet. Und du bist vegan und der auch. Und jetzt gibt es ein Medikament, was dich heilt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber es ist nur ein Gedankenkonstrukt. Und das ist an Tierversuchen getestet worden und du könntest damit geheilt werden. Sagst du dann wirklich, ich mache das nicht, weil da sind Tiere für gestorben oder wurden gequält? Weiß ich nicht. Ich würde immer, dass der geliebte Mensch überlebt. Das wird. Ich sage, ich kenne keinen vegan lebenden Menschen, der sagen würde, ich nehme kein Medikament. Also gerade in so einem Fall, also gerade in so einem Fall. Dann noch erst recht, aber selbst normale Medikamente. Also ich versuche Medikamente zu vermeiden, weil ich das nicht so gut für die Gesundheit finde. Wenn man keine Medikamente braucht, sollte man keine nehmen. Aber wenn man wirklich welche braucht, boah. Würde ich immer wollen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, es gibt grundsätzlich im Veganismus ganz viele Abstufungsformen von ultra krass gelebter Veganismus. Ich habe mir neulich auch ein Video angeschaut über einen ehemaligen Golflehrer, der ausgewandert ist in den Wald, vegan lebt und sagt, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich treffe immer mehr Leute, die einen veganen Tag machen, zwei Vegane, die immer mehr vegan einkaufen, die aber trotzdem noch einen Lederschuh tragen oder ein Auto fahren mit Ledersitzen. Also ich glaube, die Wahrheit liegt da, aus meiner Sicht, irgendwo in vielen, vielen Mitten. So, und ich weiß. Ja, und es gibt eben auch ganz viele Menschen, die sind gerade in der Transition, kann man das sagen? Im Übergang. Die halt jetzt anfangen, mal mit einem veganen Tag oder mit einer veganen Mahlzeit oder mal die Milch im Kaffee zu ersetzen und dann halt nach und nach immer mehr machen, wenn wir sie nicht abschrecken. Genau, und da ist nicht die richtige Vorgehensweise, denen die Hafermilch aus der Hand zu schlagen und zu sagen, das ist aber kein veganer Tag, das ist ein pflanzlicher Tag. Ja, unserer Meinung nach zumindest nicht. Das mag zwar vielleicht stimmen von der Definition her, aber ob die Person sich jetzt vegan nennt oder sagt, sie legt einen veganen Tag ein oder nicht. Wie gesagt, das verursacht nicht mehr oder weniger Tierleid, egal wie man es benennt. Eine Person wird nicht veganer dadurch, dass man der Person sagt, dass sie nicht vegan ist. Nicht wie vegan. Da kann man halt lieber fragen, das wäre unsere Herangehensweise, wäre das so, auch als wir im Aktivismus waren, war das auch unsere Herangehensweise, halt dann zu sagen, hey cool, dass du schon die Milch im Kaffee austauschst, ich sehe, du isst da noch irgendwie Ei zu, woran liegt's? Oder, keine Ahnung, dein Frühstück ist nicht ganz vegan, magst du darüber reden, soll ich dir ein paar coole Rezepte geben, ein paar coole Videos oder whatever irgendwie und dann, also unserer Meinung nach, wenn man da positiv dran geht, sind die meisten Menschen auch sehr offen, weil die allermeisten Menschen halt doch Tiere irgendwie mögen und nicht wollen, dass sie leiden und wenn man ihnen halt auf eine friedliche, freundliche Art aufzeigt, was es für Alternativen gibt, dann sind doch die meisten gewillt, das zumindest mal zu probieren. Genau, und gerade vegane Ernährung kann ja auch eine ziemlich spannende Reise eigentlich am Anfang sein, so neue Sachen auszuprobieren. Das war für mich wirklich genauso der Punkt. Ich dachte, wie cool ist das einfach, diese ganz neue kulinarische Welt kennenzulernen. Ja. Und das fand ich echt spannend und das hat mich auch weitergebracht. Weil du kochen kannst und weil du direkt vegane Menschen kanntest. Ich kannte zum Beispiel niemanden und ich konnte nicht kochen und für mich war das ganz schön hart am Anfang. Dann wäre halt das Interessante gewesen, vielleicht neue vegane Produkte, so wie das, was wir in den Produkttests zeigen. Ja, oder halt einfach mal vegane Menschen zu kennenzulernen, die mich halt an die Hand nehmen und die mich halt nicht verurteilen. Bei meinem ersten veganen Treffen wurde direkt über vegane Katzenernährung diskutiert. So, das hat mich tatsächlich da, ich war trotzdem weiter vegan, aber es hat mich erstmal abgeschreckt. Ich bin danach erstmal nicht mehr zu veganen Treffen gegangen. Ne? Deswegen, also ich glaube, so Leute einfach an die Hand nehmen, nett auf die zugehen, die nicht verurteilen für das, was sie noch nicht tun, das ist halt das, was wir so machen würden. Aber ich meine, da gibt es halt verschiedene Herangehensweisen, kann man jetzt diskutieren, was das Beste ist. Veganer tatsächlich, dieses ganze Thema Zoo, Aquaristik, Haustiere, Exoten und wie die das eigentlich sehen. Damit müsste ich mich vielleicht auch mal beschäftigen. Okay. Und ich habe eben einfach ganz... Ich glaube, eigentlich ist das relativ einfach. Leute, die sich halt wirklich auch über Tierrechte und sowas aus Gedanken machen und so sagen, man will halt keine Ausbeutung, für die ist halt ein Zoo auf jeden Fall auch gegessen, weil du möchtest gegessen. Nicht... Du möchtest halt nicht Tiere gegen deren Willen irgendwo festhalten. Das ist halt die Sache. Deswegen keine Zoos. Das gleiche gilt dann auch für, was hat er noch gesagt, Aquaristik. Ist ja im Prinzip ein Zoo, nur halt noch kleiner oder auch nicht, je nachdem, wie man die Größenverhältnisse ja sieht. Ich denke, das sind alles außer so Sachen. Außer bei Monte, das ist größer als im Zoo. Stimmt. War doch mal Hanna Black. Der so ein Riesenaquarium hat, glaube ich, im Gaming-Zimmer. Ja, genau, der. Ich glaube, er wurde auch von ihm kritisiert. Ah, okay. Auf jeden Fall kann man halt ganz klar sagen, alles, was gegen den Willen der Tiere ist, Tierausbeutung ist, würde man aus einer veganen Perspektive ablehnen. Aber halt nicht unbedingt von Anfang an, sondern man fängt vielleicht erstmal damit an, sich langsam an die Ernährung ranzutasten und wenn das dann irgendwann sitzt, dann fängt man vielleicht dann mit Kosmetik an oder mit dem Thema Zoo oder so. Natürlich, es gibt manche Menschen, die machen das von heute auf morgen, die sagen, jetzt ganz oder gar nicht, ich mache alles oder nichts. Aber zum Beispiel bei mir, ich habe zumindest die Ernährung von heute auf morgen
Ernährung umgestellt. Aber bis ich bei Kosmetik mal dahinter gestiegen bin, was vegan ist, was tierversuchsfrei ist und was nicht, ich glaube, es hat nochmal 2 Jahre gedauert. Aber dafür benutze ich jetzt nur noch vegane und tierversuchsfreie Kosmetik. Das stimmt. Tatsächlich auch bei mir war das so, dass diese Problematik mir erst richtig klar wurde, als ich in einem veganen Restaurant war, die auch eine Ecke hatten, wo die Kosmetik verkauft hatten. Erst da bin ich dann in Berührung mit diesem Thema gekommen. Sonst wusste ich das auch erstmal gar nicht. Ja, und es überfordert auch. Wenn man alles, es ist wie eine Diät. Wenn du wirklich versuchst, von heute auf morgen alles zu ändern, das kann überfordern. Und damit es nicht überfordert, fangt erst mal mit einer Sache an und macht das nach und nach. Ganz viele Leute getroffen, von Deutsches Tierschutzbüro bis Soko Tierschutz, da machen nur vegane Menschen mit. Und die leben das auch. Größtenteils 100% vegan. Ne? Also von bis. Auch von den Klamotten. Von allem. Ich habe auch Organisationen erlebt, Sea Shepherd, du darfst gar nicht aufs Boot, wenn du dich, also du darfst schon aufs Boot, wenn sie dich nehmen überhaupt, aber an Bord gibt es rein vegane Ernährung. Und kannst auch nicht rauchen und so, ne? Also von bis. Es ist ein Thema mit vielen Facetten. So, ich habe ganz krasse Hardcore-Veganer erlebt, militante Veganer, Agro-Veganer, die mich richtig angepisst haben. Ja, wir leider auch. Wir leider auch. Und die der Sache, glaube ich, nicht gerecht werden und die eher das Gegenteil erzeugen. Das fand ich ganz, ganz schlimm und unangenehm. War für uns damals auch ganz schlimm. Also wir eine Zeit hatten, wo wir Aktivismus gemacht haben, da gerätst du halt leider auch an solche Leute oder mit solchen Leuten aneinander. Und das hat mir zumindest, ich glaube, die auch ziemlich viel Energie geraubt. Und war eine ganz, ganz schlimme Zeit, bis wir es auch geschafft haben zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Wir wollen unsere Energie nicht benutzen, um mit anderen VeganerInnen darüber zu diskutieren, was jetzt gerade richtig oder falsch ist, was vegan ist und was nicht. Sondern wir wollen diese Energie jetzt nehmen und was Positives bewirken und Leute inspirieren, anstatt zu missionieren. Da sind wir ganz froh, dass wir mit denen jetzt nichts mehr zu tun haben und das hoffentlich auch so bleiben wird. Dann habe ich aber super gemäßigte Veganer, dann habe ich verständnisvolle Veganer, dann habe ich Veganer, die sagen, ja, die radikalen Veganer sind auch viel zu krass und die tun der Sache eher einen Abbruch. Also von bis. Nee, ihr merkt schon, ich habe es alles erlebt, also was den Veganismus betrifft. Und das ist halt eben das Wichtige. Es gibt halt nicht den einen Veganer, die eine Veganerin, sondern Veganer sind halt einfach Menschen wie alle anderen, die auch nicht vegan leben. Nur, dass die sich halt anders ernähren und alles Mögliche. Es ist ja auf der anderen Seite, gibt es ja auch nicht den Fleischesser. Ja, genau. Das ist halt eben die Sache. Und ich hoffe, dass ihr bei uns zumindest auf dem Kanal auch seht, dass wir zumindest zum Beispiel auch schon anders sind als jetzt andere vegan lebende Menschen, deren Namen ich jetzt hier nicht so nennen möchte. Ja, seht ihr ja. Bei Kanälen wie uns oder auch anderen veganen Kanälen, da gibt es ja eigentlich die meisten veganen Kanäle, die sich so durchgesetzt haben, die ich gesehen habe, die sind eigentlich alle eher so fröhlich vegan. Das ist doch eine schöne Ausdrucksweise. Ich glaube, irgendwie muss man ja auch ganz klar anerkennen, dass bei dem ganzen Thema ja auch Spaß irgendwie noch dabei sein kann. Auch wenn das ganze Tierrechts- und Tierethik-Thema irgendwie ein todernstes Thema ist, muss die Umsetzung halt auch ein bisschen Spaß machen oder darf auch gerne Spaß machen. Und das tut sie auch auf jeden Fall. Ich habe Veganer, die gesagt haben, Robert ist nicht vegan, der ist ein Arschloch. Wie kann der nur zur Jagd gehen? Robert muss endlich aufhören, Tiere zu erschießen. Also Leute, ich habe zwar einen Jagdschein, aber ich habe auch noch nie, ihr wisst auch warum, wer mich kennt, weiß, warum ich einen Jagdschein besitze und warum ich Waffen besitze, aber ich habe auch noch nie ein Tier erschossen. Also immer bei der Wahrheit bleiben, ganz wichtiges Thema. Ich kenne auch Veganer, die... Muss er halt vielleicht einen Jagdschein haben wegen seiner Expedition? Ist es nicht so, wenn man irgendwie in die Arktis oder Antarktis geht? Ja, ich glaube irgendwie mit den Eisbären. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht, warum er einen Jagdschein hat. Vielleicht wisst ihr es, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht isst er auch einfach mal ab und zu ein bisschen Fleisch gerne. Ja, hat er gesagt, er hat noch nie ein Tier erschossen. Ja, das stimmt. Die trotzdem jagen, versteht ihr? Und sich das Fleisch dahergehend besorgen, ohne Massentierhaltung und so weiter, auch wieder eine Form des, ihr seht schon, von bis. Es ist ein schwieriges. Und dann habe ich ganz verständnisvolle Menschen getroffen und das ist die Mehrheit, die sagt, ich lebe so tierleidfrei, wie es mir möglich ist. Und das tue ich auch. Das glaube ich auch, dass diese Art von vegan lebenden Menschen eigentlich die Mehrheit ist, nur die anderen sind halt sehr laut. Deswegen klingt das manchmal so, als wären die Mehrheit, aber eigentlich die allermeisten wollen eigentlich gar nicht so militant sein. Punkt. Würde ich so sagen. Und am Ende glaube ich, dass es auch nicht darum geht, wer ist jetzt veganer als ich oder ich bin noch veganer als du. Das ist natürlich schön, wenn jemand noch veganer ist als jemand anders, aber ich finde, es ist kein Wettbewerb. Ich finde, wir alle sollten uns bemühen, mehr und mehr... Das sagt nur jemand, der in einem Wettbewerb noch nicht gewonnen hat. Das ist kleiner Spaß. ...mehr in diese Thematik einzuspitzeln, uns mehr damit zu beschäftigen und so tierleidfrei wie möglich leben. Von bis. Von der Kleidung bis zu den Büchern, von der Ernährungsweise bis zum Autobezug. Von bis, soweit es euch privilegierten Menschen da draußen möglich ist. Immer mit dem Hintergrund, es gibt Menschen, die es sich nicht aussuchen können.
die ich weltweit kennengelernt habe, die können nicht auf Fisch verzichten, weil es deren einzige Nahrungsquelle ist. Was nicht bedeutet, dass vegan hier in Deutschland nicht funktioniert. Das sagen ja auch manchmal Leute, ne? Das funktioniert eh nicht, weil es gibt Leute, die müssen Fisch essen. Ja, aber es ist doch trotzdem schon super vielen Tieren geholfen, wenn zumindest hier keine Tiere mehr gegessen werden. Das ist ja nicht so, dass es das wieder, ja, die töten auch Tiere, deswegen können wir jetzt auch Tiere töten, sondern die Tiere hier freuen sich trotzdem, dass sie nicht getötet werden. Genau, es geht halt darum, an die eigene Nase zu packen und zu gucken, was im eigenen Ermessen möglich ist. Können nicht vegan sein. Wir westlich geprägten, überprivilegierten Menschen, wir können vegan sein. Jetzt schreiben bestimmt auch wieder, ich lese den Chat schon gar nicht, weil das ballert hier komplett durch, schreiben bestimmt auch welche, aus gesundheitlichen Gründen geht das nicht und so weiter. Heute Morgen habe ich erst einen Artikel gelesen, Kathi Hummels gibt vegane Ernährung auf, weil sie damit nicht gut klarkam. Jetzt geht es ihr viel besser. Ganz schlimm, solche Sachen. Ganz schlimm. Das sind immer wirklich absolute Negativbeispiele. Und es kommt daher, weil Leuten teilweise falsche Gesundheitsversprechen gemacht werden. Vegane Ernährung muss nicht zwangsläufig gesund sein. Wenn man sich nur von Fertiggerichten, nur von Ersatzprodukten, die ungesund sind, ernährt, dann ist das halt nicht gut. Man kann vegan sich sehr gesund ernähren. Man kann der absolute Junkfood-Veganer sein und sich absolut ungesund ernähren. Es ist alles möglich. Aber, und das ist ganz wichtig, eine ausgewogene vegane Ernährung gibt es. Das geht, man kann sich gesund vegan ernähren. Unsere Blutwerte sind immer top, das geht. Als Beispiel auch, vor 30 Jahren konnte man sich auch schon ungesund vegan ernähren. Pommes mit Ketchup ist auch vegan. Wenn du den ganzen Tag nur Pommes mit Ketchup isst, bist du auch nicht gesund. Von bis. Am Ende ist es immer eine sehr individuelle, sehr eigene Entscheidung, die polarisiert, die schwer ist, die wehtut, die, und das ist das Wichtigste am Ende, aber immer Tieren wehtut. Und je mehr Veganer es gibt, desto weniger Tierleid wird es geben. Punkt. Schön gesagt. Auf jeden Fall. Sehr einfach. Wenn alle Menschen vegan leben würden, würde ja kein Tier mehr leiden. Für Menschen nicht mehr leiden. Also im Sinne von bewusster Ausbeutung. Ja, aber auch da wieder, wir wissen ja, was er meint und das reicht. Genau. Tiere würden natürlich trotzdem leiden, weil es trotzdem Krankheiten gibt, Tiere essen etc. Aber es müssten nicht mehr so viele Tiere leiden. Ne? Wie gesagt, je mehr Menschen vegan leben, umso weniger Tiere werden ausgebeutet. Ist eine ganz einfache Sache. Und warum ich mich zum Beispiel für eine vegane Ernährung entschieden habe, war, und das wundert mich tatsächlich bei mir selber, jetzt muss ich mal ganz ehrlich mit euch umgehen, war nicht das Tierleid. Das habe ich einfach ausgeblendet. Ich habe natürlich immer noch Knackwürste gegessen, Alter. Ich habe das einfach, Mann, das war mein Lieblingsessen. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich alleine auf eine Insel müsste, was ich mitnehmen würde, drei Gegenstände. Früher war das immer ein iPod, Knackwürste und eine Taucherbrille. So, Knackwürste waren mein Leben. So geräuchert, ganz hart geworden und dann kleine dünne Scheiben. Aber wenn man sich damit beschäftigt, wer Schweine sind, dass es einzelne Individuen sind, dass es lustige Schweine gibt, ängstliche Schweine, also dass dann dieses Produkt nicht als Schwein kategorisiert oder als Fleisch, sondern dass es individuelle Personen quasi sind, dann kannst du sowas nicht mehr essen. Also ich nicht. Also du kannst es aus Tierleidfreiheit entscheiden, du kannst es für die Umwelt entscheiden, weil Fleisch... Und ich finde, daran sieht man halt auch wieder sehr schön, egal ob jetzt du oder er oder auch alle anderen Menschen, die vorher Fleisch gegessen haben und sich jetzt vegan ernähren, zu dem Zeitpunkt, wo sie Fleisch gegessen haben, waren sie ja deswegen nicht ein herzloser Mensch. Sonst wären sie ja nicht vegan geworden, sondern das sind halt Menschen, die genauso ein Herz haben wie du und ich, die aber irgendwo noch an einem anderen Punkt im Leben stehen und noch nicht abgeholt wurden. Und das muss man sich irgendwie auch im Hinterkopf behalten. Und da ist halt jetzt häufig die Frage, wie tritt man an diese Menschen am besten heran? Denn dass man da herantreten muss, ist keine Frage. Dass es besser wäre, sie würden kein Fleisch essen, ist keine Frage. Und dass das unser aller Ziel ist, ist auch keine Frage. Nur die Frage ist halt, wie erreicht man diese Menschen? Wo kann man die abholen? Natürlich einen wahnsinnigen Impact auf die Umwelt hat. Ich rede jetzt nicht von erjagtem Fleisch, was anderes. Oder Artisanal Fishing, also lokales Fischen, nicht ausrottungsfähige großindustrielle Fischer, Tierleidfreiheit, Gesundheit auf den Menschen. Es gibt genügend Filme im Internet von Dominion, Earthlings, Cowspiracy. Zu dem Punkt möchte ich auch gerne noch eine Sache sagen, weil gerade als wir im Aktivismus waren und auch so kriege ich das manchmal mit, dass vegan lebende Menschen von vegan lebenden Menschen erwarten, dass sie alle mal Dominion gucken. Ich bin da tatsächlich anderer Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass man als sowieso schon vegan lebender Mensch sich Dominion noch angucken muss. Wir haben früher viel solche Sachen gesehen, auch für den Aktivismus. Und ja, es gibt einem eine unfassbare Kraft, dagegen zu kämpfen, aber es macht einen vor allen Dingen auch super wütend und super traurig und super depressiv. Also wir kennen auch ganz viele AktivistInnen, die so depressiv sind, dass du
du, wenn du mit ihnen sprichst, da fehlt jegliche Energie, weil die sich einfach dieses ganze Leid angeschaut haben. Und ganz ehrlich, mich hätte sowas früher nicht überzeugt. Wenn jemand so auf mich zugekommen wäre und so mit mir gesprochen hätte, das hätte mich nicht überzeugt. Wenn ich mir sowas jetzt angucken würde, Dominion, dann könnte ich nachts nicht mehr schlafen. Mich würde das fertig machen und ich wäre nicht mehr in der Lage, diese Videos zu machen, auch die Produkttests, auch so fröhlich die Produkttests zu machen. Und das ist ja auch das, was auch bei vielen Leuten Anklang findet, eben fröhlich zu sein. Ihr merkt schon, ich könnte jetzt schon fast weinen, alleine bei der Vorstellung daran. Für mich wäre das nichts, mir so eine Doku anzugucken. Und viele vegan lebende Menschen sind halt auch eben sehr sensibel und auch sehr hochsensibel, sehr empathisch. Das heißt, für die ist es nochmal doppelt schlimm, sich sowas anzugucken. Keine Frage, wenn ihr nicht vegan seid, wenn es euch schwerfällt, vegan zu leben, dann kann so eine Doku auf jeden Fall sinnvoll sein und dann solltet ihr diese Doku vielleicht auch wirklich mal gucken. Aber wenn ihr eh schon vegan lebt und da kein Zweifel dran besteht und ihr auf jeden Fall weiter vegan leben werdet, müsst ihr euch das nicht angucken. Egal, was euch die Leute einreden, ihr müsst euch das nicht angucken. Ihr müsst dann auch in erster Linie auf euch selber achten und gucken, dass ihr genug Energie habt und Lebensfreude. Ich finde vor allem auch gefährlich, weil das auch nicht nur so eine tiefe Traurigkeit bei den Leuten ausgelöst hat und Depressionen, sondern auch teilweise Hass auf die Menschheit. Ja. Und dieser Menschenhass ist nicht gut. Der hilft nämlich auch in den ganzen Gesprächen nicht. Wenn du dann mit jemandem redest und den gerade davon überzeugen willst und dann so dieser Menschenhass mitschwingt, so subtil auch in dem Gespräch, das kriegen die Leute schon mit. Und dann hat man auf jeden Fall den Zugang verloren. Und da verstehe ich aber, warum auch manche Leute so wütend sind, weil sie halt diese ganzen Sachen gesehen haben. Und ich verstehe das komplett, warum man so wütend ist und warum man so schlecht darauf klarkommt, wenn jemand sagt, ja, ich esse aber noch meine Wurst oder mein Ei oder trink meine Milch oder was auch immer. Das verstehe ich halt auch. Und wir waren auch in Milchbetrieben drin und solche Sachen. Das haben wir auch gemacht. Wir wissen also, wie die ganzen Sachen wirklich aussehen. Und wir waren auch eine Zeit lang so wütend. Ja, sind wir jetzt halt zum Glück nicht mehr, weil das jetzt schon ein paar Jahre her ist und wir uns halt langsam so davon distanzieren können. Aber alleine bei der Vorstellung nochmal, da vorm Schlachthof zu stehen oder da im Milchbetrieb drin zu sein oder auch sich diese Sachen anzugucken auf Video hinterher, boah, da sind wir jetzt ganz anders, ja. Wie hieß das Ding mit den Athleten? Scheiße, wieder vergessen. Ich empfehle es doch sonst immer. Guck diesen Film. Game Changer? Ich denke schon. Also du kannst dich noch für die Gesundheit, für deine eigene, für Veganismus entscheiden, weil es, jetzt muss ich vorsichtig sein, in der letzten Zeit natürlich mehr und mehr Hinweise, Studien und so weiter gibt, die darauf hinweisen, what the health? Game Changers. Dankeschön. So hieß der Film. Danke, Chat. Die darauf hinweisen, dass vegane Ernährung gesünder ist. Punkt. Nicht so viel Krebs auslöst, kein Krebs auslöst. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, guckt euch die Filme dazu an. Gibt genug Dokumentation. Beschäftigt euch mit dem Thema. Der Tiere wegen, der Umwelt wegen, deiner eigenen Gesundheit wegen. Es gibt genug Gründe, sich dafür zu entscheiden. Ich habe mich letztendlich entschieden, der Umwelt wegen, weil ich den Impact gesehen habe, den gerodete Regenwälder für Cattle Farming auf den Amazonas-Regenwald haben. Kommt mir jetzt nicht mit dem Soja-Anbau-Argument, es ist nichtig, es wird von den Veganern sowieso zerlegt, hört auf, so eine Scheiße zu schreiben. Weil ich die Milchviehbetriebe gesehen habe, weil ich die Pelzfarmen gesehen habe und so weiter. Also Ernährung, Tierleid und letztendlich, ganz ehrlich gesagt, auch für meine Gesundheit. Da bin ich ein ganz egoistischer Typ und habe gesagt, ich möchte gerne so alt werden wie möglich. Ich möchte keinen Scheiß Krebs kriegen. Ich möchte so gesund leben wie möglich. Ich möchte athletisch sein, bleiben, werden und das ohne tierische Produkte. Und ich kenne jetzt mittlerweile genügend Sportler, ja. Zum Beispiel auch ein Stefan Pütz lebt überwiegend vegan. Und das ist die ultra krasse Monstermaschine. Also alles, was ich am Ende sagen will, und das ist jetzt vielleicht genug der Einführung, die jetzt auch schon minutenlang geht, zum Thema mein Veganismus. Ich lebe so tierleidfrei, wie es mir möglich ist. Ich ernähre mich überwiegend vegan. Nichtsdestotrotz benutze ich noch tierische Produkte, die ich besitze und die noch funktionieren, zu Ende. Ich esse auch mal ein Hühnerei von den 6 persönlichen Hühnern, die ich kenne, die bei einer Freundin von mir leben, die das Ultra-Luxus-Leben führen. Ich besitze ein gerettetes Haustier. Auf Expedition, wenn ich keine andere Chance habe, im Ausland, im Dschungel, bin ich nicht vegan, wenn es das mal erfordert, aber auch hier die Verhältnismäßigkeit sehen, 1 oder 2 Nahrungen pro Jahr. Nee, gecancelt. Also wirklich, oder? Durch. Ich muss auch sagen, also prinzipiell, er schreibt sich auch gar nicht auf die Fahne, veganer Influencer zu sein. Das muss man halt tatsächlich nochmal unterschiedlich sehen, würde ich sagen. Also ich für mich persönlich würde nicht diese Ausnahmen machen. Ich würde wirklich alles versuchen. Ich habe auch die Luxusposition, nicht auf so Expeditionen zu müssen. Ich kann natürlich nicht darüber urteilen. Ich finde, das ist eine Luxussache, auf so Expeditionen zu können. Ja. Ich würde so gerne auf so Expeditionen gehen. Auf jeden Fall, ja. Nein, also für mich ist er vegan, ganz ehrlich. Für mich ist er vegan. Ich denke auch. Ich denke, das kann man so sagen. Ja. Zumal er ja auch diese ethischen Aspekte mit reinbezieht.
Das heißt also, in dieser Kerndefinition ist das ja eigentlich genau der Fall. Ja. Und klar, das ist halt genau diese Auslegung der pragmatischen Dinge, das praktikabel ist in jeder Situation. Das ist halt genau dieser schwammige Bereich von der Definition der Vegan Society. Immer auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Ne? Ansonsten verhalte ich mich so vegan wie möglich. Aber wenn es jetzt um Leben und Tod ginge und ich ein Medikament nehmen müsste, was aus Tierversuchen kommt, was mir mein Überleben sichert, dann würde ich es machen. Aus aktueller Sicht. Fast alle Medikamente kommen, glaube ich, aus Tierversuchen, soweit ich weiß. Korrigiert mich gerne, aber... Ich arbeite mit vielen Veganern, ich arbeite mit veganen Organisationen. Auch die drücken für mich manchmal ein Auge zu, weil sie eben nicht ultraradikal sind. Ultra-ultra-radikal sind ultra-radikal, aber nicht ultra-ultra-radikal, wenn ihr versteht, was ich meine. Von Ultra ist heute sehr häufig gefallen. Ich versuche, die Produkte in meinem Shop zum Beispiel so vegan wie möglich zu machen. Das Maximum rauszuholen. Klamotten einkaufen, von bis. Ich versuche, so vegan, wie es mir möglich ist. Ich glaube, da macht der, da ist er Veganer als viele Veganer, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder? Auf jeden Fall. Er macht halt so viele Sachen an so vielen Bereichen. Wie gesagt, alleine schon, dass er sogar bei Büchern versucht, die vegan zu machen. Ja gut, die Freundin, die Eier, das ist nochmal ein extra Thema. Da können wir uns alle mal zu äußern irgendwann. Ich finde, das macht jetzt ein extra Fass auf. Das macht einen riesen Fass auf. Ich glaube, das Video geht eh schon so lang. Ja, zu leben. Punkt. That's it. Das ist meine Aussage dazu. Aber es gibt auch Dinge, wo ich keine Ausnahme. Ich esse keinen Fisch. Punkt. Das schon seit fast einem Jahrzehnt. Oder länger. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich esse schon ewig keinen Fisch mehr. Oder keine Meerestiere. Da bin ich Speziesist. Das wird mir übrigens auch häufig vorgeworfen, dass ich mich... Also das wurde mir, bevor zum Beispiel die Milch- und Pelzreportage rauskam, wurde mir immer wieder vorgeworfen von den ganzen Internethelden. Robert, du setzt dich nur für deine Fische und Meerestiere ein. Warum nicht für Nutztiere? Mann, man kann ja auch nicht immer alles machen. Und ich setze mich natürlich grundsätzlich für alle Tiere ein, aber... Und was ist mit Menschen? Warum setzt du dich nicht für Menschen ein? Oder für die Umwelt in anderen Aspekten? Eigentlich ist durch Veganismus so viel abgedeckt. Umwelt, Hungersnot, es ist viel durch Veganismus getan, deswegen fällt mir kein weiteres Beispiel ein. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber prinzipiell hat halt jeder nur begrenzte Ressourcen und man kann nicht sich für alles immer in jeder Hinsicht einsetzen. Bei mir ist, oder bei uns ist das besser gesagt ja auch so, dass wir uns ja vor allem für Veganismus einsetzen, aber zum Beispiel auch für andere Anlässe spenden. Aber das kriegt halt so erstmal keiner mit. Aber wir haben halt auch mehrere Organisationen, die wir durch Spenden unterstützen und wo wir sagen, das ist eine coole Sache, aber wir können halt uns selbst nicht diesen Anlässen widmen. Ja, selbst wenn wir auch nicht da spenden würden. Also jeder macht halt das, wo sein Herz halt am meisten für blüht und versucht halt dabei, die anderen Sachen nicht noch zu verschlimmern quasi. Oder das Video dauert schon zu lang, wir gucken mal zu Ende. Meine Prämisse sind natürlich grundsätzlich erstmal Wildtiere, Zoos, Aquarien, draußen Natur. Aber natürlich auch durch meine Ernährung und durch die Leute, die ich kenne und das, was ich getan habe, auch die Nutztiere. Übrigens hasse ich diesen Begriff Nutztiere. Ich finde nicht, dass man Tiere nutzen sollte, vom Reiten bis zum Essen. Das finde ich alles scheiße. Aber am Ende bringt dieser Whataboutism und das, du rettest ein Tier und dann kommt jemand und sagt, warum rettest du nicht das andere auch noch? Nun bleib doch erstmal dabei. Ich will mich jetzt auch gar nicht zu sehr verzetteln. Alles, was ich kann es besser formulieren. Man kann halt nicht alles machen. Deswegen heißt es nicht, dass man nichts machen sollte. Das ist eben dieser Whataboutism, den er gerade halt meinte. Sondern dann mach halt eine von den Sachen wenigstens, bevor du halt nichts machst. So. Ich sagen möchte, ich würde mir wünschen, und meine Community ist ja eh eine geile, ihr da draußen, die ihr das Video schaut, seid ja eh geil, lebt einfach so tierleidfrei, wie es euch möglich ist. Denkt immer an die Tiere. Punkt. Als allererstes. Danach an euch, an die Umwelt und so weiter. Aber... denkt auch immer mit an die Tiere. Wie geht es diesen Tieren? Wie fühlen die? Und auch die ganzen Landwirte, die mir kommen mit Biomilch und Biofleisch, na, ihr streichelt ja eure Kühe nicht zu Tode. Die Zootierpfleger, die sagen, habe ich heute erst wieder irgendwo gelesen, die sind auf die Freiwilligkeit ihrer Schützlinge angewiesen. Kein Tier ist freiwillig im Zoo, Alter. Die Gefängniswärter sind auch darauf angewiesen, dass die Gefangenen freiwillig da sind. Das ist das einzige Mal, wo man mal einen menschlichen Vergleich bringen kann, oder? Wobei die Gefängnisinsassen eventuell noch was verbrochen haben. Eventuell. Man weiß es nicht. Ja, die Tiere haben nichts verbrochen. Lebt einfach so, dass ihr niemandem wehtut. Egal ob Mensch oder Tier. Sehr einfaches Ding. Und versucht das. Nichtsdestotrotz bin ich auch immer noch für Tierleid verantwortlich. Ich weiß nicht, ob all meine kosmetischen Produkte zum Beispiel... Doch, da weiß ich es tatsächlich. Ich kaufe nur vegane kosmetische Produkte. Ich kaufe nicht immer nur vegane Klamotten, weil einfach nicht alles vegan ist. Auch ich bin nicht tierleidfrei. Deswegen prangere ich auch niemanden an, der immer noch für Tierleid mitverantwortlich ist. Ne? Also wer im Glashaus sitzt, der Erste soll mit Stein... Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, der Erste im Glashaus sollte mit Steinen werfen. Das ist genauso gut in Sprichwörtern wie ich. Also ich glaube nur, dass Menschen mich angreifen können,
die auch zu 100% selbst vegan sind. Punkt. Also niemand. Einen anderen Faktor, den ich hier mal mit ins Spiel bringen möchte, den man nicht unter den Tisch kehren sollte, wenn man sich die Kommentare unter all meinen Videos anschaut, die Nachrichten, die E-Mails durchgeht, die ich bekomme, viele, viele Hunderttausende, da lese ich nicht, ey Robert, dank dir esse ich wieder Bratwurst, sondern Robert, dank dir bin ich Veganer. Wegen Robert bin ich vegan geworden. Robert, wegen deinem... Robert, danke, wegen dir esse ich vegane Bratwurst. Tust du nicht. Stimmt, da esse ich eigentlich nie. Anstellung, wegen deinem Buch, wegen deinem Video, wegen deiner Aktion. Und das seit Jahren. Das ist halt eben die Sache. Dieser Mann, selbst wenn er sich nicht vegan ernähren würde, dieser Mann tut so viel für den Veganismus durch diese Videos, durch seine Reichweite, alles Mögliche. Also das darf man echt nicht vergessen. Aber solche Kommentare sind halt eben auch voll wichtig, weil es halt eben auch genug von anderen Kommentaren gibt. Nicht nur bei ihm, nicht nur bei uns natürlich auch. Uns gibt es auch sehr viel Kraft und Energie, diese positiven Kommentare zu lesen. Einfach bei allen, wo ihr denkt, boah, das ist gerade ein cooles Video, wisst immer, andere Leute schreiben drunter, wie kacke das ist. Deswegen, es tut immer gut, einfach mal zu lesen. Schön. Selbst wenn die Leute nicht drauf antworten, selbst wenn die nicht reagieren, die kriegen das mit. Die lesen das, die kriegen das mit. Ich habe keine Zahl für euch, aber wenn ich jetzt eine Schätzung abgeben müsste, würde ich sagen, dass ich Tausende, Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Menschen inspiriert habe, tierleidfreier zu leben. Mit meiner Argumentation, mit meiner Einstellung, mit meiner Lebensweise, mit meinem Tun, Schaffen und Dasein auf der Erde. Und selbst wenn es auch nicht er alleine war, dann tut es manchmal auch einfach die Masse. Dann sehen sie bei ihm halt die Reportage, dann sehen sie halt einen Monat später woanders noch ein Video, sehen noch ein Plakat, probieren mal ein veganes Produkt und die Masse macht es ja auch. Also es geht ja auch immer gar nicht darum, wer jetzt die meisten Menschen vegan gemacht hat oder nicht, sondern es geht ja einfach immer darum, so ein kleines bisschen, so einen kleinen Stein aus der Mauer raus zu pushen und irgendwann fällt die Mauer halt. Und ich meine auch gerade durch diese ganze Reaction-Kultur sorgt es natürlich auch dafür, dass so ein Thema wie Veganismus auf einmal gerade richtig krass gepusht wird. Also richtig viele Leute reden gerade über Veganismus und zwar in einer Bubble, die eigentlich nicht primär für Veganismus ist. Und das ist halt cool. Und jetzt sind diese Leute aber auch nicht die Leute, die sagen so, hey, ich versuche so 80% vegan zu sein, aber ich will halt einfach nicht auf meine Bratwurst verzichten, weil die ist zu geil. Das machen die ja nicht. Die reden ja nur über diese positiven Dinge, die halt dazu führen, dass weniger Tierausbeutung stattfindet. Und das sollte man halt an der Stelle anerkennen. Glaube ich, dass ich viele, viele tausend Menschen dazu inspiriert habe, tierleidfreier zu leben und auch Veganer zu werden. Super viele Leute schreiben mir, Robert, wegen dir bin ich vegan. Und nicht, mit super viele meine ich nicht 10 am Tag, sondern Hunderte. Und wenn du hier jetzt in den Chat guckst, sehen das die Leute auch so. Ne? Und ich glaube, dass der Impact, den ich habe, mit der gesamtheitlichen Betrachtungsweise von Aquaristik, Tierversuche, Pelz, Milchindustrie, Ernährung, Essen, Menschen auf der Welt, Expeditionen, vegane Klamotten, selber auch Unternehmer bin in diesem Bereich von bis, dass ich einen sehr guten Überblick habe darüber, wie sich Menschen verändern, verhalten und so weiter. So, und dass auch diesen Wandel, dass ich den mitbekomme. Und ich glaube, dass ich da einen sehr guten Impact auf die Menschen habe. Das würde ich mir jetzt, glaube ich auch, mal selber so auf die Fahne schreiben. Punkt. Ihr schreibt das hier auch so. Ja? Wow, das war die längste Einführung zu irgendeinem Video, die ich, glaube ich, je gegeben habe. Gutes Video, finde ich. Richtig gut. Ich kann auch viele Themen unterbringen. Falls euch das gefallen hat, falls ihr noch mehr reagieren sollen, schreibt gerne mal, worauf ihr reagieren sollen. Vergesst nicht, im Video einen Daumen nach oben zu geben, denn ihr wisst, die Hater geben auch gerne Daumen nach unten. Jeder Daumen nach oben hilft, jeder positive Kommentar stärkt uns. Und falls noch nicht geschehen und ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Und peace out.